Hallo ihr Lieben, weiter geht's mit dem nächsten Update. Heute, ihr seht, alles leer. Heute wird hier nochmal gepinselt, gestrichen. Draußen wird die Wand gemacht, also es wird gearbeitet ohne Ende. Und das zeige ich euch natürlich nochmal. Hier wird also der Verputz angerührt. Die Möbel stehen alle draußen. Es wird draußen gearbeitet. Wahnsinn. Und natürlich hat man auf dem Grundstück, wie es dann auch so gesäubert war, ja, einen kleinen Wohnwagen gefunden. Der steht also jetzt da hinten in der Ecke. Und den haben natürlich Ute Werner, haben den dem Nachbarn gegeben. Und der wird heute abgeholt. So, diese Aktion nehmen wir dann mal auf. Ihr seht also ein reges Treiben hier. Geht's richtig ab, die Post. Ja, Haus wird verputzt, Dach ist gemacht worden nochmal. Und das ist das, wo ich euch einfach mal jetzt mitnehme, wie das Ganze aussieht. Wollen wir mal schauen, wie der Wohnwagen da rausgekarrt wird. Lassen wir uns überraschen. Nächstes Mal muss ich, denke ich, mir auch die Mikrofone wieder anstecken, die kleinen, die ich habe, weil man hört doch schon ein bisschen den Wind, der so ein bisschen fegt hier. Und das rauscht dann halt ein bisschen. Mal schauen wir mal, da wird er abgedeckt. Und los geht's. Da könnt ihr euch doch mal anschauen, wie sie den da rausbekommen. Vielleicht findet man noch was auf dem Dach, hat nämlich noch keiner geguckt. So, heute ist natürlich wunderschönes Wetter. Man schaut einfach mal, blauer Himmel da hinten raus. Man kann bis zu den Bergen gucken. Das ist wahnsinnig klar. Ja. Und das ist natürlich toll. Der Boden ist auch wieder am Trocknen. Nach diesen Regentagen und Wochen ist das natürlich hier ideal, dass das jetzt alles wieder wegtrocknet. Und heute soll es bis zu, glaube ich, 24 Grad werden oder so. 25 Grad wird mir gerade signalisiert. Und das ist natürlich schön. So ist das natürlich eine tolle Geschichte. Und da kann man bequem draußen sitzen, ne? Hier bequem in der Sonne liegen und den Tag genießen und gucken, wie die anderen arbeiten. Da der ganze Kram weggeräumt. Wie ich euch ja schon sagte, den Wohnwagen, den hat man gefunden, mitten in diesem Dornröschen-Dornengestrüpp stand er dann da in der Ecke, da war ich mit dabei, war man ganz überrascht, huch, da steht ja noch was. Und der ist auch noch richtig komplett eingerichtet gewesen mit viel Krempel, aber einen Schatz haben wir nicht gefunden, muss man auch sehr ehrlich sagen, aber gut. Ja, das dauert noch einen kleinen Moment mit dem Wohnwagen. Aber schauen wir mal hier, was hier passiert. Hier wird fleißig verputzt. Schöner, feiner Putz. Die Kabel eingekleistert. Stück für Stück, jeden Tag ein bisschen was Neues. Ich verstehe Deutsch. So, jetzt nehmen wir den Sascha auch nochmal auf. Da ist jetzt noch nicht drin. Da kommt er. Das ist hier unser Allrounder. Der macht alles, was das Herz begehrt. Und da geht es jetzt hier.
los mit der Streicherei da. Ah, jetzt essen wir gerade noch. Ja. Schön. Ja. Viel Spaß, Peter. Und weg ist er, das gute Stück. So schnell geht's. Da war ein Wohnwagen und jetzt ist kein Wohnwagen mehr da. Und jetzt haben wir da wieder mehr Platz. Und mehr Platz hinten für unsere Terrasse, neben an der Seite. Und jetzt schauen wir mal hier, wie es hier aussieht. Hier drin. Noch nichts passiert. Noch nichts passiert, aber das kommt noch. So. Ihr seht, ihr Lieben, so ist jeden Tag irgendwie irgendwo was Neues und so halte ich euch so ein bisschen auf dem Laufenden. Also morgen ist eigentlich geplant, dass wir auf den Markt gehen, in die Stadt Gandia und da werden wir uns mal so ein bisschen das Marktgeschehen angucken und ich werde mal ein paar Bildchen machen aus der schönen Altstadt von Gandia. Alles klar, ihr Lieben, für heute wieder fertig und ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.